Hallo zu meinem heutigen Video. Heute mal wieder ein kurzer Tipp für Linux-Anfänger oder auch Fortgeschrittene, die sich mit dem Thema noch nicht so befasst haben, was ich mir nicht vorstellen kann. Es geht um die IP-Adresse und die DNS-Adresse. Gerade eben war ein Freund bei mir, der seit kurzem Linux Ubuntu auf seinem Notebook einsetzt und er wollte die DNS-Adresse von Google eingeben, wusste aber jetzt nicht genau, wie er sowas verändert. Ich möchte euch erstmal zeigen, mit welchem Terminalbefehl ihr eure IP-Adresse mal rausbekommt. Dazu gehen wir hier in den Dash, geben ter oder Terminal ein und starten die Anwendung. Danach öffnet sich unser Terminal und hier tippen wir einfach den Befehl ein. Und zwar nicht ipconfig, so wie wir es aus der Windows-Welt kennen, sondern hier heißt der Befehl ein wenig anders. IP leer address show. Ich zoome mal rein. Ups. Dann seht ihr eben IP address show. Nehmt die 1er wieder raus. Das ist einfach meine Tastenkombination. Ja. Und gebe jetzt hier die Eingabetaste ein und bekomme hier meine IP-Adresse. Die 192.168.1.12. Diese Adresse habe ich von meinem Router bekommen, ja, und so erfahre ich die. Wenn ich aber hier Änderungen treffen möchte, kann ich das natürlich mit Terminalbefehlen machen, liegt aber nicht jedem. Deswegen werde ich das jetzt über die Graphic User Interface machen. Wir gehen nochmal in den Dash und geben einfach mal Netz ein. Das reicht schon, wenn ihr eben Netz eingibt und hier diesen Button hier klickt. So, dann seht ihr, ich habe ein kabelgebundenes Netzwerk, habe, wie ihr schon eben gesehen habt, diese IP-Adresse hier. Ich mal sehen, ob ich sie markieren kann. Ja, genau. Also, das, was wir vorhin erfahren haben, war richtig. Eine Subnetzmask, Vorgaberouter, ja, und meine DNS. Und wenn ich jetzt diese ändern möchte, gehe ich unter App Options. Ja. Gehe mal mit den Reitern hier weiter und IP4 ist genau das, was ich verwende. IP6 ist bei mir nicht wirklich aktiv. Und hier kann ich sagen, den Reiter runterdrücken, automatische DHCP nur Adresse. Das heißt, jetzt kann ich hier hingehen und meine DNS-Adresse ändern. Bei Google wäre das jetzt ganz einfach. Na? Wenn ihr da mal googelt, ist das die 4x die 8 und 2x die 8 und 2x die 4 wird die DNS-Adresse von Google. Der ein oder andere weiß bestimmt, was man dann umgehen kann, welche Videos man dann bei YouTube schauen kann und welche nicht. Und das funktioniert. Ich mache das jetzt nicht. Ich denke, hier diese Zahl eintippen und dann speichern, das kann jeder andere von euch auch. Das funktioniert auch. Und ja, ich hoffe, der Tipp hat euch was gebracht. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns.